Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kunstvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin's Nora, Künstlerin aus Leipzig. Kennst du das? Du malst ein Bild, bist aber nicht richtig zufrieden mit den Farben. Deine Farben wirken nicht harmonisch, irgendwas stimmt einfach nicht in deinem Bild. Wenn das der Fall ist, dann bedeutet das, dass du deine Farben noch nicht richtig verwendest. In diesem Video möchte ich dir erklären, wie du bewusst mit Farben umgehst und wie du sie richtig mischst. Wenn du noch mehr von mir lernen möchtest, dann kannst du dich kostenlos in meinen Newsletter eintragen und du bekommst ein PDF mit meinen besten Maltipps. Den Link findest du unter diesem Video. Und noch ganz wichtig, abonniere meinen Kanal, damit dir kein Video mehr entgeht. Und nun lasst uns loslegen mit meinen 5 Tipps, wie du mit Farben richtig umgehst und sie mischst. So, mein erster Tipp an dieser Stelle ist, mische deine Farben bestenfalls mit einem sauberen Spachtel. Und außerdem solltest du immer sauberes Wasser für deine Pinsel parat haben. Bestenfalls benutzt du sogar 2 Gläser mit Wasser, damit du die grobe Säuberung in einem Glas machst und danach die feine Säuberung in dem anderen Glas. Und diesen kannst du dann immer nach jedem Vermischen mit einem Papiertuch direkt sauber machen, ja? Damit du beim nächsten Mischen, dass er dann wieder schön sauber ist. So, jetzt kommt Tipp Nummer 2 und das ist wirklich der wichtigste Tipp. Super, super interessant, denn du kannst im Prinzip mit 3 Grundfarben alle Farbtöne des Regenbogens mischen. Und das gibt einen eine unglaublich große Freiheit. Denn du kennst das sicherlich, wenn du in ein Künstlergeschäft gehst und du stehst vor den Acrylfarben, dann siehst du keine Ahnung, wie viele Farbtöne, 20, 30, lass es noch mehr Farbtöne sein, die es gibt. Und das ist natürlich total schön, denn einige Farbtöne lassen sich nicht so einfach mischen. Aber was passiert? Häufig malen wir wirklich mit allen denkbaren Farbtönen und dadurch verfälschen wir einfach ganz schnell unsere Farben. Und deswegen möchte ich dir jetzt zeigen, wie du aus 3 Grundfarben die Sekundärfarben mischen kannst und die Tertiärfarben. Und sicherlich sind dir die 3 Grundfarben auch schon bekannt. Das sind Blau, Gelb und Rot. Und in einigen Farbtheorien wird auch davon ausgegangen, dass man anstelle von Rot Magenta benutzt. In dem heutigen Fall möchte ich euch zeigen, wie man die Farben mit Rot, Blau und Gelb mischt. Wichtig bei der Farbwahl ist, dass das Blau ein sehr helles Blau ist, wie das Cyanblau. Ja, das verwende ich hier. Beim Rot verwende ich hier ein Zinnoberrot. Das ist ein sehr, sehr strahlendes, leuchtendes Rot, ein Rot per excellence, würde ich sagen. Und beim Gelb, auch dieses sollte bestenfalls ein Primärgelb sein, ein Zitronengelb, ein sehr, sehr leuchtendes, helles Gelb. So, hier habe ich also die 3 Grundfarben, mit denen wir jetzt die Sekundärfarben mischen werden. Und da beginnen wir einmal das Blau mit dem Gelb zu vermischen. Und wie du sicherlich weißt, wird aus Blau und Gelb wird Grün. Dann nehme ich mir Blau, mache meinen Spachtel wieder schön sauber. Dann nehme ich mir dieselbe Menge Gelb. Und dann mische ich das Ganze mit dem Spachtel. Und du siehst schon, das wird ein richtig schönes, saftiges Grün. Super. Vor allem bei Blau und Gelb ist es meiner Meinung nach ziemlich einfach, die verschiedensten Grüntöne zu mischen. So, als nächstes mischen wir dann das Rot mit dem Gelb und wie du sicherlich weißt, wird daraus Orange. Super. Und als nächstes mische ich das Blau
mit Rot. Und daraus wird dann Violett. Einfach haben wir jetzt schon einmal die Sekundärfarben gemischt. Das Grün, das Orange und das Violett. Und jetzt können wir weitermachen und aus den Sekundärfarben und den Primärfarben die Tertiärfarben mischen. Ja? In dem Fall nehme ich jetzt wieder etwas Gelb und packe das zwischen dem Gelb und dem Grün. Und dann nehme ich etwas Grün dazu. Und wie du siehst, entsteht ein sehr helles Grün. Als nächstes das Blau. Mit Grün. Und dann entsteht ein sehr dunkles Grün. Man kann auch die Farben schon ineinander jetzt mischen, dass man wirklich eine Idee hat, wie sich hier der Regenbogen bildet. Das ist wirklich eine richtig, richtig tolle Übung, die ich jedem empfehlen kann, mal zu machen. Einfach, dass man eine Idee hat, was eigentlich möglich ist, wie einfach man die verschiedensten Farbtöne wirklich aus den Grundfarben mischen kann. So, als nächstes kommt dann das Gelb zusammen mit dem Orange. Und das wird dann ein sehr, sehr helles Orange. Danach das Rot. Mit dem Orange. Dann entsteht ein sehr dunkles Orange. Dann das Blau zusammen mit dem Violett. Und das Rot mit dem Violett. So. Tada! Hier hätten wir jetzt den Regenbogenkreis. Ich finde, das sieht schon richtig gut aus. Aus diesen ganzen Farbtönen könnte man jetzt schon ein richtig tolles Bild malen. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Und jetzt kommt mein Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3 lautet, wähle noch zusätzliche Farbtöne, die dich ansprechen. Im Prinzip kannst du mit allen Farbtönen aus dem Regenbogenkreis malen. Es gibt aber einige Farbtöne, die lassen sich doch sehr schwierig mischen. Und deswegen ist es gut, dass du dir immer eine Handvoll weiterer Farbtöne kaufst, wenn du das möchtest natürlich, damit du einfach noch ein größeres Farbspektrum in deinen Bildern abbilden kannst. Und da möchte ich dir mal ein paar meiner Favoriten zeigen. Wie gesagt, es gibt eine ganz, ganz große Auswahl an Farbtönen der Marke Akademie Schminke. Ein Farbton, den ich immer noch dazu kaufe, den ich liebe, ist das Kobalt Türkis. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Kobalt Türkis, ja. Das ist ein sehr, sehr leuchtendes, helles Cyanblau. Und das ist einfach super, um Blautöne nochmal mehr zum Leuchten zu bringen und um einen Kontrast zu setzen. Ein wunderschönes Blau, das habe ich immer am Start. Ebenfalls ein Blau und wie ihr vielleicht wisst, ich liebe es mit Blau zu malen, mit Blautönen. Was ich auch verwende, ist das Indigo-Blau. Indigo-Blau ist für mich das Blau des Ozeans. Eine super wichtige Farbe in meiner Kunst, das Indigo-Blau. Ebenfalls gut ist es, wenn man ein Violett am Start hat, ein zusätzliches Violett. Ich finde es teilweise sehr schwer, Violetttöne zu mischen. Die werden häufig sehr dunkel, wenn man sie mischt. Und dieser Violettton, der sich übrigens Brillant-Violett nennt, ist auch ebenfalls super. Was kann ich euch noch empfehlen oder zeigen? Auch Orange bekommt ihr eigentlich super gut hin.
Beige-Töne, Fleisch, Farben, wenn ihr gerne Porträts malt, dann ist es auch super, die noch zu haben. Ja, das sind so die wichtigsten Farben, mit denen ich noch zusätzlich male. So, dann wären wir auch schon bei Tipp Nummer 4. Lerne einen richtigen Umgang mit Schwarz. Du könntest rein theoretisch auch auf Schwarz verzichten, ja? Es gibt viele Maler, die verwenden überhaupt kein Schwarz in ihrer Kunst, denn sie sagen, dass man einen Schwarzton auch aus sehr dunklen Farben wie Rot und Blau mischen kann. Und selbstgemischte Schwarztöne wirken in der Malerei auch viel natürlicher, als wenn man das reine Schwarz verwendet. Und möchte euch mal zeigen, wie man im Prinzip einen sehr, sehr dunklen Ton auch mit anderen Farben mischen kann. Das macht man dann eben mit Rot und Blau. Ergibt ja, wie wir wissen, das Violett. Und das Violett ist an sich eine sehr dunkle Farbe, hat einen sehr dunklen Ton. Und das könnte, wenn wir jetzt ein Bild malen und wir malen diesen dunklen Ton, sei es jetzt ein Schatten oder eine Umrandung neben einer sehr hellen Farbe wie dem Gelb, dann wirkt diese Farbe sehr, sehr dunkel, fast schon wie schwarz. Also wenn ich jetzt daneben das Gelb packe, ja, das sieht dann sehr, sehr dunkel aus. Wenn ich jedoch das Schwarz daneben lege, dann ist klar, sieht dieser Farbton, den wir gerade gemischt haben, wieder sehr hell aus. Und es gibt die Möglichkeit, einen noch dunkleren Farbton zu mischen mit Indigoblau und Rot. Das ist, was ich in aller Regel mache. Ich mische meine dunklen Töne immer mit einem Indigoblau. Mit einem Indigoblau und mit Rot. Und da wirst du gleich sehen, dann ist das ein sehr, sehr dunkler Ton, der in einem Bild dann sehr natürlich wirkt. Einfach weil er den anderen Farben angepasst ist, mit denen ich male. Ja. Und wie gesagt, wenn ich diesen Ton neben dem Gelb setze, da siehst du ganz, ganz genau, dass das richtig, richtig dunkel wirkt. Und so ist das in der Malerei. Es ist bei Farbtönen immer abhängig, wie sie zueinander stehen. Ja? Also wenn der helle Farbton neben diesem dunklen Ton zu sehen ist, dann ist der Kontrast so stark, dass man wirklich davon ausgeht, dass das schwarz ist. So, und wenn mein vierter Tipp war, wie man mit Schwarz umgeht richtig, dann ist ja jetzt die logische Konsequenz, dass Tipp Nummer 5 beinhaltet, wie man mit Weiß umgeht. Der Weißton, der eigentlich gar nicht als Farbe gilt, sondern als neutraler Ton, steht für Helligkeit und steht für Licht. Und was du unbedingt beachten solltest, ist, dass Weiß ultrasensibel ist. Also du kannst dein Weiß ganz, ganz schnell verfälschen, indem du andere Farbtöne beimischst. Und das fängt schon beim Pinsel und beim Wasser an, mit dem du deine Pinsel auswischst. Wenn dein Wasser nicht richtig gesäubert ist, dann passiert es ganz schnell, dass dein weißer Ton verfälscht und leicht schmutzig wirkt bzw. gesättigt. Im Prinzip kannst du jeden Farbton mit Weiß aufhellen. Sagen wir mal, ich nehme hier mir das. Die Farben werden schon langsam trocken. Sagen wir mal, ich nehme hier dieses Dunkelgrün und füge dem Ganzen Weiß dazu. Dann wird das ein Mintgrün. Wenn ich die weiße Farbe mische mit Rot, dann wird das ein Rosa. Und was ganz wichtig ist, wenn du einen Farbton aufhellen möchtest, dann brauchst du relativ viel Weiß.
Wenn du einen Farbton abdunkeln möchtest mit Schwarz oder einem gemischten Schwarz, dann brauchst du wirklich immer nur ein bisschen Farbe. Das heißt, sagen wir mal, ich nehme jetzt hier das Orange und füge dem, ich nehme jetzt mal mein selbstgemischtes Schwarz dazu. Dann ist das schon ganz schön viel gewesen. Und Schwarz neigt dazu, Farben zu verschlucken. Ja, also das ist jetzt schon viel zu dunkel geworden, als ich das eigentlich wollte. Also mache ich das Ganze nochmal. Ich nehme hier nochmal mein Orange, sofern es hier noch nicht komplett getrocknet ist. Und nehme jetzt wirklich nur ein bisschen eine kleine Spitze Schwarz und mische das jetzt nochmal rein. Das ist wirklich nur ein bisschen. Und jetzt habe ich schon einen dunkleren Orangeton, der in dem Fall jetzt schon in Richtung Braun geht. Genau. Super. Das waren meine 5 Tipps zum richtigen Umgang mit Farben. Natürlich könnte man in die Farblehre jetzt noch viel, viel tiefer eintauchen. Das sollen erstmal die Basics gewesen sein, wenn du beginnst, mit Acrylfarben zu malen. Und wenn du mehr von mir lernen möchtest, wie ich persönlich mit Acrylfarben meine Bilder male, wie beispielsweise dieses Bild, was du im Hintergrund siehst, das heißt Kristalle im Dschungel, da habe ich auch sehr viel mit Blautönen gemalt. Und wenn du mehr lernen möchtest, wie ich male, dann trag dich in meinen kostenlosen Newsletter ein. Ich teile meine ganzen Tipps in Sachen Malerei. Es wird immer mal wieder neue YouTube-Videos geben, kostenlose PDFs und Tools, mit denen ich dir helfen möchte, wie du besser wirst im Malen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude, hab Spaß. Probier auf jeden Fall mal, was ich dir heute alles erklärt habe. Setz die ganzen Sachen um, damit deine Bilder einfach noch mehr zum Leuchten kommen. Hab noch einen schönen kreativen Tag, mal was Schönes und natürlich freue ich mich auch, wenn du dieses Video kommentierst. Bis zum nächsten Mal!